Was den denn? Ersten abgemacht und guck mal, was ich sehe. Der ist kaputt. Was denn? Nicht, der war überhaupt nicht fest hier. Die Zündkerze war locker. Vom Wisch die Auto zu gehört. Was ist das für Zündkerzen? Könnte vielleicht. Da ist Motorleuchte. ABS ist die Motorleuchte hier. Deswegen, weil als das gebrannt hat, hat der nicht mehr gezogen bei mir. Da ist Motorleuchte. ABS ist die Motorleuchte hier. Deswegen, weil als das gebrannt hat, hat der nicht mehr gezogen bei mir. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen Schrotti. Und heute seit langem wieder der Marmut hinter der Kamera, aka Maho A. Durch den Forst, Ghetto Forst hier. Also ich bin nur gekommen, weil ich was brauchte. Ja, yeah, sowieso. Nicht, weil ich sowieso. Mag. Ich brauche ja auch noch Öl, weißt du Bescheid. Heute geht es um den Schrotti 500. 2 Wochen stand der Wagen jetzt, ich habe den gar nicht berührt. Akku war leer, ich habe den gestartet. Hab den rausgefahren und bei jedem Gasstoß war der ABS am Blinken. Habe ich gesagt, hä? Seit wann blinkt ein ABS? Und dann habe ich Gas gegeben, es blinkt. Es stottert die ganze Zeit. Und jetzt ist mir einiges bewusst. Der ABS ist hier bei dem Tacho die Motorleuchte. Krass. Weil, als ich zu Shenlo gefahren bin, war der ABS an und danach lief der Wagen einfach nicht mehr. Hat gar nichts mehr angenommen. Kannst du ein bisschen Abstand halten? Du bist ja größer und ich bin klein. Meine Arme tun weh. Ach so. Deshalb, damit dein Kopf. Nobody's perfect. Wenn die ABS-Leuchte bei uns leuchtet, leuchtet die Motorkontrollleuchte. Und die hat die ganze Zeit geblinkt. Warum blinkt ein, ich sag jetzt, okay, jetzt ist die ABS-Leuchte, aber wozu blinkt ein ABS? Also, es ist kein ABS, so nebenbei. Warum blinkt die Motorkontrollleuchte? Er verbrennt nicht richtig, das heißt eine Zündspule oder Zündkabel, beides zusammen. Oder ein... Zündkabel? Nein, habe ich gerade gesagt. Ach so. Einspritzdüse. Darum verbrennt er nicht richtig und deswegen blinkt es. Brennt die Motorkontrollleuchte sofort, ist der Fehler ganze Zeit da. Wenn es in dem Augenblick nicht richtig verbrennt oder richtig einspritzt, dann blinkt es. Das heißt Einspritzdüse oder... Oder Kühlwasser? Nein, Kühlwasser hast du, Marmut. Oder natürlich Zündspule oder Zündkabel. Aber ist ja auch egal, dazu kommen wir noch. Gut, dann fangen wir an. Was den denn? Ersten abgemacht und guck Ach so. Mal, was ich sehe. Der ist kaputt. Der kann so nicht zünden, so ist es. Zeig mal. Also haben wir ja schon einen Fehler gefunden. Krass, ne? Vielleicht ist das die Mercedes-Farbe. Vielleicht ist das Original so. Nein, natürlich nicht, aber... So, jetzt bauen wir einfach mal ganz normal weiter und dann schauen wir mal, vielleicht finden wir den einen oder anderen, der wieder hier kaputt ist. Das ist schon. Wenn einer kaputt ist? Wird schon mehrere sein. Folge, es ist immer pro Bank. Und wenn ihr da fragt, warum gibt es denn pro Bank 2 Zündkerzen? Es sind 3 Ventiler. Wir haben 2 Einlass und 1 Auslass. Und bei dem Auslass haben wir diese Zündkerzen, damit der auch gleichmäßig verbrennt. Die konnten nicht genau in die Mitte machen, also mussten die nach außen machen. Das heißt, wegen Platzmangel 2 Zündkerzen, damit der auch vernünftig verbrennt. Weil eine Zündkerze auf der rechten oder linken Seite wäre ja nicht richtig. Was ist das? Der ist doch gar nicht fest, ne? Sag jetzt bitte. Sag bitte. Was denn? Nicht, der war überhaupt nicht fest hier. Die Zündkerze war locker. Ich hab gar nichts gemacht. Nee, ich weiß. Aber guck doch mal, was für Zündkerzen hier drin sind. Weiß ich, wie das die ist heißen. Vom Wisch, die Auto zu gehört. Was ist das für Zündkerzen? Könnte vielleicht wegen der Gasanlage? Die sieht aber auch gar nicht gezündet. Das Geile ist, der war nicht fest. Ich hab nichts gemacht. Komm, lass mal gucken, wie die zweite ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Vorbesitzer
Hab den gewechselt, glaube ich. Okay, der ist fest. Hier, der war fest. Was passiert, wenn der nicht fest ist? Kompressionsverlust, wollte ich ja gar nicht sagen. Zündkerzen habe ich mir ganz schnell besorgt, Zündspulen habe ich mir auch besorgt und wir haben von Laserline, von NGK, Dankeschön, die haben mir das zur Verfügung gestellt. 16 Stück insgesamt und die werde ich jetzt ganz schnell einbauen und dann die Zündspulen. Mal schauen, wie der danach läuft. Hier habe ich einmal Haufen Müll. Also tut mir leid, also ich will jetzt auch hier keinen zu nahe treten. Wenn einer schon so ein Auto kauft, damit ihr den selber fährt, baut doch keine No-Name-Dinger ein. Ehrlich, No-Name-Dinger baut man da nicht ein. Ja genau, auf dem Boden, da gehört das auch hin. Holt doch mal hier einmal vernünftige Zündkerzen. Es müssen jetzt nicht LPG-Zündkerzen sein, aber einfach mal von NGK einfach mal was gönnen. Kein Stottern, gar nichts. Aber es leuchtet, brennt auch nicht mehr. Also Motor läuft jetzt einwandfrei. Also lag es echt daran. Achtet mal, wie schön. Also kein Zittern, nichts. So, jetzt bockt es gerade. Aber ich glaube, weil wir auf den Dings. Warte mal, das war mal aus hier. Das ist LPG. Ja, ja, LPG ausgemacht. Zittern weg. War jetzt gerade ganz wenig Zittern. Jetzt hat er richtig Power, das merkt man auch. Der hier war kaputt, der hier hat gar nicht gezündet. Also die Zündspule war kaputt oder bei dem 6 weiß ich gar nicht. War der Stecker nicht drauf. Zündkerzen. Die Seite waren ein, zwei locker. Ja, da hat der eine oder andere halt ja, keine saubere Arbeit gemacht, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, jetzt läuft das Ding wieder. Also es ist in Ordnung. Er nimmt Gas an. Ich werde auf jeden Fall eine Probefahrt machen. Mal schauen, ob der besser beschleunigt. Dass die Motorleuchte ABS ist. Krass, also ich hätte es nicht gedacht. Ich habe ja bald ein Auto da, was den gleichen Motor hat. Und der läuft einwandfrei. Und da könnte ich mal eventuell mal ein, zwei Sachen ausprobieren. Bevor wir mit dem ganzen Umbau anfangen. Ich habe insgesamt 3 Zündspulen gewechselt, weil die Kabel und so kaputt waren. Und ja, ihr seht selber, jetzt läuft das Ding, der nimmt richtig sauber Gas an. Also ich bin mir auch sicher, wenn wir jetzt damit einmal fahren, wird er auch sehr, sehr gut beschleunigen. Da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Und darum habe ich immer gesagt, ey, warum brennt die ABS-Leuchte? Wir werden uns mal das Bild von den Düsen mal anschauen. Ob er auch vernünftig läuft, ob der auch vernünftig spritzt, das können wir uns auch mal gerne anschauen. Und falls es der Fall ist, nächstes Mal machen wir mal 0 auf 100. Mal schauen, ob er das auch vernünftig hinkriegt. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Kfz-Fuzzi, bis dann, haut rein, ciao.